Aller Mäuse. Ich glaube, das ist die richtige. Spuck den Schlüssel aus, du Drattengesicht. Bossfeld oder wie? Und so. Und so. Mann, das ist schon nochmal. Das anderen einen Kacke, du Bastard. Okay, ich hab den Kampf geschafft. Und weg mit dir, Maus. Obwohl das eher wie eine Metallmaus aussieht, aber egal. Yay, ich hab den Schlüssel. Sehr gut, ich hab den Schlüssel. Nimm den Ausgang rechts von dir, dann kommst du von der Questbörse raus. Nein, noch nicht. Ich will erstmal alles angucken, was es hier gibt. Okay. Hier ist was. Okay, Geld. So. Und noch ein P-Kristall. Ich lass mich einfach wegströmen. Und drauf. Und so. Das Spiel ist so simpel. Das ist. Da muss man gar nicht überlegen, man muss einfach stumpf hier Knöpfe drücken und danach hat man das. Nur bei den schwierigen Gegnern muss man so ein bisschen schon Strategie haben. Hey! Frito und die anderen warten im Kaffee auf dich. Bring ihnen die gute Nachrichten. Klar, warum nicht? Da seid ihr ja. Hey, ich hab den Schlüssel gefunden. Wirklich? Das ist er, das ist der Schlüssel. Gib ihn her, gib ihn hier. Hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen, junges Fräulein? Nein, hab ich nicht. Jetzt gib mir den Schlüssel. So zu hat der Klatsche verpassen. Frito hat mich bei seinem eigenen Geld. Hat mich mit seinem eigenen Geld bezahlt, damit ich ihn suche. Verstehst du? Oh. Danke, Frito. Kein Problem. Braves Mädchen. Hier, jetzt kannst du ihn haben. Danke, Red. Yay, 5 Ringe und so. Ein Glück, dass alles geklappt hat, aber gehört der Schlüssel nicht deinem Großvater? Sollst du ihm besser den Schlüssel zurückgeben? Großvater hat im Moment viel zu tun. Keine Sorge, wir begleiten dich zu ihm. Der verlorene Schatz. Geschafft. Yay. Speichern. Jetzt kommt der Großvater. Haus des Bürgermeisters, Spinon. Wer seid ihr? Das sind Jäger, Großvater. Emily. Hier bitte, Großvater. Ich hab mich schon gedacht, dass du ihn genommen hast. Es tut mir wirklich leid. Emily wollte ihn nur von den Covers in Sicherheit bringen. Aber dann hat ihn mir eine Streumaus geklaut. Und diese netten Leute haben ihn für mich zurückgeholt. Aha. Diese Covers möchten den Schlüssel für etwas ganz Furchtbares benutzen. Bitte, sie dürfen ihnen die Schlüssel nicht geben. Aber wer weiß, was sie in Spinon antun, wenn ich ihnen nicht die Schlüssel nicht aushändige. Ich habe eine Idee. Sagen sie ihnen nicht einfach, dass wir ihn gestohlen hätten. Bitte? Großvater, sie sind total nett. Viel netter als diese Kurvas. Wenn Emily auch euch vertraut, dann sollte ich es auch. Hier, nehmt den Schlüssel. Aber heißt das nicht, dass sie Jagd auf euch machen werden? Machen sie sich darüber keine Sorgen. Uns wird nichts passieren, oder Red? Ja. Okay. Aber wofür ist diese Schlüssel überhaupt? Mein Großvater sagte, er öffne einen Schrein in den Kanälen unter der Stadt. Einen Schrein? Vielleicht würde es sich lohnen, die Sache mal nachzugehen. Wo ist denn der Eingang zu den Kanälen? Er ist unter dem Wasser, aber da kommt man nicht rein. Es sei denn, öffnet die Schleuse. Oh, wo müssen wir hin, um diese Ach. Nördlich von Kaffee gibt es einen Gondel. Das ist der einfachste Weg. Okay, wir müssen zum Wächter. Hier ist die Gondel. Ich muss vom Dahak absteigen. Ach.
ob du es davor nicht einmal gemacht hast. Diese Logik in diesem Spiel. Dort steht der Wächter, der Schlüssel rett. Hallo, Sie sind dort, Sie sehen so nett aus. Sie können uns bestimmt weiterhelfen. Ach ja, und was wollt ihr? Wir wollten fragen, ob Sie denn die Schleuse für uns öffnen könnten. Warum sollte ich das tun? Der Schmuckanhänger meiner verstorbenen Mutter ist in den Kanal gefallen. Das ist nicht mal schlechte Schauspielerei. Ich flehe Sie an, bitte öffnen Sie die Schleuse für mich. Bitte, bitte, bitte. Oh. Wenn du mich so herzerreißen bittest, kann ich nicht nein sagen. Warte kurz hier. Ach du Scheiße, hat er echt geglaubt. Kanaleingang Spinon. Ich weiß nicht, was da schwarze Balken sollen, aber egal. Damit ist das Wasser auch weg. Ist es eigentlich normal, dass es da ist? Ich glaube, das muss ich mir später mal angucken. So, das war's. Das Wasser sollte kein Problem mehr sein. Oh, vielen Dank. Hier sind Sie so nett. Oh. Ja. Los, gehen wir, Red. Und in 0,0 ist wieder, als sei nichts gewesen. Der Eingang ist rechts von der Straße in der Söhne. Ja. Lass uns direkt dorthin gehen. Okay, unheimlich, aber irgendwie auch beeindruckend. Ja. Und los. Was? So ein Günther. Das haben wir schon geklärt. Ach, das haben wir schon geklärt. Ja, Mädchen. Wieso? Was kommt denn jetzt? Ey, das hätte ich dir echt jetzt... Egal. Hier ist Eingang zu den unterirdischen Kanälen. Dann müssen wir uns hier voreinander abschieden, Emily. Bitte besucht mal wieder. Viel Glück, Red. Man sieht sich, Kinder. Okay. Auf geht's. Ach ja, dieses Gebiet. Das kann ich jetzt wieder ändern. Wie hat man das so wieder genommen? Achso, okay. Jegliche Missgestalt. So. Komm zu Papa. Okay. Der Raum ist voller Wasser. Ich muss den Dark hier zurücklassen. Pass auf die Fische im Wasser auf. Okay. Yay, noch ein P-Kristall. Ach du Scheiße. Alles in Ruhe, aber ich kann spüren, dass irgendwas hier ist. Da hast du auch recht, hier ist was. Dieses fucking Monsterteil. Ach, okay. Okay, ja. Da drüben ist ein Ventil. Hoffentlich kann ich damit das Wasser abschneiden. Ja, okay. Drücke während des Films. Ja, das hatten wir schon. So dumme Fische. Und so. Und öffne. Ist klar, dass automatisch die Fische auch sterben. Okay, dann muss dieser Wichsgeburtfisch auch sterben. Aber was für ein Riesensviech das war. Habe ich mich auch bewegen? Das Wasser ist abgeflossen. Ich gehe am besten zurück, um meinen Roboter zu holen. Habe ich wieder 5 P-Kristalle? Ich weiß es gar nicht. Oh, okay. Ach so, okay. Wartet mal. Okay. Ich musste nur kurz was sehen, ob das Video schon hochgeladen ist. Irgendwie steht, dass es nur bearbeitet wird. Naja.
Wenn das noch bearbeitet wird, dann ist es gut. Ach, jetzt können... Sieh mal, durch das Wasser waren die Eingänge verdeckt. Vielleicht führen sie uns ja zum Schrein. Und... Okay, das hätte ich mir sparen können. Nach rechts geht's zum Schrein, das weiß ich. Deswegen gehe ich nach links. Ich hoffe, das war so. Achso, okay. Ah, ihr kleinen Wichsgeteile. Okay. Okay. Okay, die kleinen Wichsteile habe ich schon jetzt gefunden. Gut. Damit haben wir das auch erledigt. Also es lohnt sich, alles zu untersuchen. Das muss man das später alles machen und... nee. Die Lust dazu hätte ich nicht. Mm-mm. Okay, jetzt hier raus. Okay. Ich nehme jetzt mal 13 Minuten auf, habe ich insgesamt 14 Minuten Part. Und dann schneide ich das, habe ich 20 Minuten raus. Jeweils 20 Minuten also. Der Kanal scheint uns genau dorthin zu führen, wo wir hin möchten. Geht klar. War das ein Fisch? Oh nein, Kurvas. Nenn deinen Namen und sag, was du hier willst. Das ist ein Überfall. Lass uns durch, dann wird niemandem was passieren. Wie können die schwimmen? Sind das Fische? Sind Fische, oder? Aufgelevelt, 12 Erfahrungspunkte. Ey, das sind echt Fische. Gibt es eigentlich irgendeine Logik in diesem Spiel? Ich weiß es nicht. Kann man nur so dumm sein. Egal. Dunkelwürfel muss man bestrafen. Sanitäter, ich komme schon wieder auf die Beine. Tut mir leid, Kumpel, ich glaube, diesmal musst du den Runde aussetzen. Fische. Okay, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Ich muss dazu einfach nicht sagen, man weiß, was ich denke. Denke ich mal. Ach ja, gleich kommt dieser Bossfight. Der war schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Ja, der kommt jetzt. Fred, ich glaube, wir sind am Ziel. Sieht so aus, die Kurvas schmeißen uns eine Willkommensparty. Ja, mit einem... Hey, wer seid ihr denn? Was macht ihr hier unten? Das wollte ich dich auch gerade fragen, du dreckige Kurvasjäger. Mann, ey, du kannst mich auch Kalua nennen. Sag jetzt nicht, dass du hier unten nach dem Kristallstein suchst. Kristallstein? Ach, darauf kamen sie Kurvas also abgesehen? Hey, ups, hab ich jetzt was verraten? Was für ein Vollidiot. Na egal, ohne Schlüssel kommen wir eh nicht weiter. Meinst du etwa diesen Schlüssel? Ja, genau den. Cool, Mann.
Red, bist du jetzt total bescheuert? Den kannst du ihm doch nicht einfach zeigen. Richtig. Und wer hat vor 5 Sekunden gesagt, voll Idiot? Wäre echt cool, wenn du mir die Schlüssel geben könntest, Mann. Träum weiter aus dem Weg, jetzt komme ich. Boss Fight. Der ist schwer. Und man sieht, man zieht nicht so viel ab. Okay, so. Okay, muss aufpassen. Komm noch mal, noch ein Raketenwerfer. In your face. Gegen den Kopf geworfen, okay. Schaffe ich das noch? Das war knapp. So. So. Komm wieder mit Raketenwerfer. Okay. Er ist schwer. Wegen dieser Behindertenattacke. Oh, das war knapp. Er hat fast mich getroffen. Was war das denn für eine Attacke? Verdammt! Fick dich doch! Schaffe ich das? Ja! Na klar! Komm, 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 komm! Das war knapp! Und ich hab den! Ich weiß, als erstes Mal habe ich gegen ihn verloren. Na, wie schmeckt dir das? Oh, Mann, ey, ich glaube, ich habe dich unterschätzt. Du erzählst uns jetzt alles über die Pläne der Kurvas. Immer locker bleiben, Mann. Ich muss weg, und zwar sofort. Hey, komm zurück. Er kann ja ganz schön fetzen. Ach, lassen wir ihn laufen. Oho. Lass uns erstmal den Schlüssel benutzen, um die Kristallsteine einfach mal hier reinstecken. Hä? Pokémon? Ey, das hat mich irgendwie an Final Fantasy Tales of Symphonia, Dawn of the New World, dieses Ding da. Ein Kristallstein, kommt sofort. Ich hab's mir doch gedacht. Die Quelle meiner Magie, das Nono, reagiert auf den Stein. Das heißt, die ganze Sache hängt auf jeden Fall mit Laris zusammen. Okay, lass uns verschwinden, bevor die Kurvas zurückkommen. Nono! Schokolade ist alles bereit zum Aufflug. Alles startklar, El. Geht's dir gut? Alles okay, aber lass uns bloß abhauen, bevor die anderen Kurvas uns entdecken. Volle Kraft voraus. Ai, ai, Sir. Okay. Büro der Golden Roar. Du lässt dir den Kristallstein vor die Nase wegschnappen? Ja, im nächsten Part.